Hallo und herzlich willkommen zu einem Visual Basic 2008 Tutorial. Ja, wir haben mittlerweile Sonntag. Ich wollte am Freitag eigentlich zeigen, wie man eine Erweiterung für Version 1.0 vom Terminplaner macht. Ja, ich habe es aber erst heute geschafft, Visual Basic zum Laufen zu bringen. Funktioniert jetzt auch, Gott sei Dank. Ich zeige euch jetzt aber, wie man Terminplaner Version 2.0 macht, weil mit der Erweiterung, dass ein Pop-up-Fenster auf dem Desktop erscheint, muss ich mich erst noch ein bisschen auseinandersetzen, aber ich habe schon eine Vorstellung, wie das Ganze funktionieren könnte. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ich denke, ich werde das auch hinbekommen. Aber wir werden das Ganze dann für Terminplaner Version 2.0 anwenden, weil, ganz ehrlich, Terminplaner Version 1.0 war Schrott. Also im Vergleich zu dem hier. Der hier sieht natürlich jetzt im Moment noch ziemlich unübersichtlich aus. Kann ja auch mal zeigen, wie das Ganze jetzt aussieht. Buttons, Buttons. Einer liegt sogar hinter einer Textbox. Blöd. Was ist das Ganze? Ich habe hier eine Groupbox, zwei Buttons drin. Button 1, Button 2, Button 3, Button 4, Button 5. Der muss hier liegen. Textbox 1 in der Groupbox. Textbox 2 hier, ein Datetime Picker hier, Textbox 3 hier und ein Label hier. Ja, also bei der Textbox und bei der Textbox habe ich einfach, wo ist es denn? Scrollbars vertikal eingestellt, Read Only zu True und Multiline zu True. Das heißt, wir können nichts reinschreiben. Wir können scrollen und es sind mehrere Zeilen. Ja, jetzt müssen wir natürlich einstellen, welche Teile von Anfang an sichtbar sein sollen und welche nicht. Also, der Bestätigen-Button hier, der braucht am Anfang nicht sichtbar sein. Visible false. Der Abbrechen-Button hier genauso. Und der Abbrech-Button hier auch. Die Textbox natürlich auch. Die Textbox hier ist auch aus. Und Ereignisse am Label ist hier auch aus. Schauen wir uns das Ganze an. Viel übersichtlicher. Ja, jetzt passiert aber leider noch gar nichts. Das müssen wir jetzt erst machen. Doppelklick auf Erstellen. Und dann müssen wir erstmal wieder unsere Variablen festlegen. Also, dem Datum as String, unsere Datumsvariable, dann dem, muss kurz überlegen, Ereignis, as String, ja. Und dann brauchen wir noch zwei weitere Variablen, nämlich einmal dem Check Datum as String und noch eine dem Auto Check as String. Ja, stimmt soweit. Hab kurz nachgeguckt. Vier Variablen. Wieso vier? Beim anderen haben wir ja nur drei gehabt. Also, das ist, denke ich, klar, wenn wir hier auf den Bestätigen-Button drücken oder auf den Prüf-Button. Also, das ist einfach dieses Datum, was wir hier angewählt haben. Ereignis ist das, was wir hier reingeschrieben haben. Check-Datum ist das, was wir zum Überprüfen ausgewählt haben hier am Datum. Und Auto-Check ist jetzt was ganz Neues. Wir haben nämlich hier unten heutige Ereignisse am. Da soll später unsere Anwendung die aktuellen Ereignisse vom heutigen Datum reinschreiben. Und deshalb brauchen wir hier diese Auto-Check-Variable, die dann hier unten zuständig ist. Ja, natürlich soll gleich am Anfang, wenn wir die Form hier starten, diese
Autoüberprüfung stattfinden. Wie machen wir das Ganze? Doppelklick hier drauf, machen wir das mit dem Button hier nochmal raus. Brauchen wir im Moment noch nicht. Stimmt hier auch alles soweit? Ja, müsste stimmen. Dann werden wir jetzt unsere Auto-Check-Variable einen Inhalt geben. Definieren werden wir sie. My.computer. Jetzt muss ich ganz kurz nachgucken. Ach ja, genau. Clock.localTime.date. Was ist das? Was machen wir da für ein Hexenwerk? Ja, ganz einfach. Also, wir wollen ja hier das aktuelle Datum drin haben. Und das liest eben von unserem Computer aus die aktuelle Zeit bzw. das aktuelle Datum aus. Dann müssen wir noch die Autoüberprüfung machen. Unsere hübsche Try-Methode aus Teil 1. Catch-X, ja, stimmt alles. Ja, Textbox 1.text gleich my.computer.file system. Genau, read all text ist schon angewählt, können wir hier auch gleich machen. Jetzt den Pfad. Habe ich mir kurz kopieren müssen. Einfügen. Und jetzt und Auto-Check. Also unsere Variable haben wir hier oben definiert. Also praktisch aktuelles Datum. Und Dateiendung .txt. Falls das nicht funktioniert, also falls kein Textfile von diesem Tag vorhanden ist, wird Textbox 1.text einfach gleich kein Ereignis vorhanden. Ja, super. Machen wir mal. Heutige Ereignisse am gar nichts. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich, dass hier auch das aktuelle Datum dahinter steht. Also machen wir. Welche Groupbox waren das? Das ist ja hier eine ganze Groupbox. Das ist Groupbox 2. Also, Groupbox 2.text gleich Groupbox 2.text und Auto-Check. Testen wir. Was habe ich falsch gemacht? Ja, das war's. Okay, hier müssen wir noch ein Leerzeichen reinmachen. Das mache ich aber hier am besten. Jetzt sollte es funktionieren. Heutige Ereignisse am 5.2.2012. Ich bin noch ein Jahr hinten dran, genau. Kein Ereignis vorhanden. Ja, erstellen können wir aber auch keins. Blöd. Ja, dann werden wir das mal schnell ändern, dass wir es erstellen können. Okay, wenn wir jetzt hier auf Erstellen klicken, muss das, das, das und das. Okay, das wird sowieso schon angezeigt. Aber diese Textbox, das hier muss angezeigt werden. Oh, ich habe aber den falschen Button genommen. Oder? Den Button hier brauchen wir, genau. Also zwei Buttons und eine Textbox anzeigen. Das machen wir mit Button 3.visible. Gleich true, Button 4.visible
gleich true und textbox. Ich meine, es war 3. Gucken wir lieber nochmal nach, bevor wir irgendeine falsche machen. Nein, es war 2. Gut, dass ich nachgeguckt habe. 2.visible gleich true. Okay, jetzt werden die angezeigt. Ja, also die werden hier angezeigt. Jetzt möchten wir noch, dass die beiden dann nicht mehr zur Auswahl stehen. Weil das ist ja Schwachsinn, wenn ich hier gerade am Schreiben bin, dann kann ich auf einmal auf Prüfen klicken. Also machen wir, nein, Burn, genau, Button 1.enabled gleich false. Also sie sollen noch angezeigt werden, nur sie sollen so ausgegraut werden. Punkt enabled, falsch geschrieben, oder? Ja. Gleich false. Okay. Was ja natürlich auch noch fehlt, ist der DateTimePicker 1.enabled muss auch auf false. Weil das Datum, das wird vorher definiert. Das werden wir dann aber auch noch machen. Bei diesem Button hier. Wir testen jetzt aber erstmal, ob das Ganze so funktioniert. Klicken wir auf Erstellen. Okay. Hier können wir immer noch reinschreiben. Ja. Bestätigen können wir jetzt allerdings noch nicht und abbrechen können wir das Ganze auch noch nicht. Okay. Wie machen wir das Ganze? Machen wir jetzt erstmal die Abbrechen. Abbrechen oder bestätigen? Abbrechen oder. Machen wir mal Abbrechen-Funktion. Die ist nämlich relativ einfach. Wir kopieren uns das noch hier unten. Und jetzt müssen wir einfach nur die Sachen austauschen. False. 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 Und dann hier dreimal true. Ich kopiere mir das jetzt einfach mal. Ich bin zu faul, das Ganze immer einzugeben. Und testen. Erstellen. Können wir mal was reinschreiben? Abbrechen funktioniert. Steht es zwar immer noch drin. Können wir theoretisch machen, dass das auch wieder rausgelöscht wird. Das lasse ich jetzt einfach mal, weil ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man aus Versehen auf Abbrechen geklickt hat, dass das Ereignis dann nicht vollkommen gelöscht wurde. Tja, jetzt müssen wir noch die Bestätigen-Funktion machen. Die ist da schon etwas komplizierter. Wir müssen erstmal Variable Datum definieren und da nehmen wir jetzt einfach Date. TimePicker 1.value und Ereignis gleich Textbox 2 war es, wenn ich mich recht erinnere, Punkt Text. Gut. Also Variablen festgesetzt. Jetzt muss das Ganze, was hier oben war, auch wieder vollzogen werden. Also das gleiche, was bei der Abbrechen-Funktion passiert. Es soll ja wieder dann zurück zu diesem hier kommen. Und dieses Mal, weil wir das Ereignis dann abgespeichert haben, machen wir auch gleich Textbox 2.text gleich gar nichts. Ja. Schön, jetzt haben wir ein Ereignis bestätigt, aber es wird nirgendwo wirklich gespeichert. Das muss man natürlich auch erst noch machen. Die Funktion kennen wir aber ja schon vom alten. Machen wir hier mal an der Stelle einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann in Part 2 von diesem hübschen Tutorial. Bis dann.